Moin, moin und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Maritime Innovation Update. Mein Name ist Marius Ramke, Marius Nürnberger und ich moderiere die heutige Folge. Mit dabei ist mein Kollege Christian Wieck von der Abteilung Port Technologies, der uns etwas zum heutigen Thema bzw. Projekt Agency automatische Modellgenerierung von cyberphysischen Systemen erzählen wird. An dieser Stelle einmal der Hinweis, dieser Vortrag wird aufgezeichnet, daher bitten wir Sie, Ihre Kameras bitte ausgeschaltet zu lassen und auch während des Vortrages Ihre Mikrofone nicht einzuschalten. Sollten Sie Fragen haben, können Sie die gerne im Chat oder live am Ende des Vortrages stellen. Wir werden die dann auch direkt im Anschluss hier live beantworten. Und damit gebe ich dann ab an meinen Kollegen Christian Wieck. Danke, Marius. Ja, moin auch von meiner Seite nochmal. Ich freue mich jetzt in den nächsten paar Minuten, Ihnen das Projekt Agency vorstellen zu können. Es läuft bei uns im Haus jetzt seit ungefähr Anfang des Jahres. Ich möchte Ihnen jetzt einen Überblick geben, was machen wir da eigentlich, was sind da unsere Ziele und worum geht's. Bevor ich da ein bisschen einsteige, ganz kurz einmal der Begriff, was ist eigentlich ein cyberphysisches System, was bei uns im Projekttitel schon mit drin steckt. Cyberphysische Systeme als solche sind ein zentraler Bestandteil der Industrie 4.0. Es handelt sich dabei um vernetzte Systeme, die meist verteilt sind und die wir aus Sensorik verstehen, die verschiedene Messwerte erfassen, aus Logik und Algorithmen, die auf Computern laufen. Dort werden Entscheidungen getroffen, basierend auf den Messwerten der Sensoren und Aktuatoren, welche diese Entscheidung dann in die Realität umsetzen. All diese Komponenten sind über teilweise große Strecken verteilt und untereinander vernetzt, entweder durch lokale Netze oder beispielsweise auch das Internet. Cyberphysische Systeme finden sich dabei in vielen verschiedenen Domänen, beispielsweise in der Intralogistik, da geht es dann in die Richtung Fabrik 4.0, in der Hafentechnik, ganze Terminalanlagen, sowie in der Energietechnik, Netzschaltsysteme und Stromversorgung. Zweite Frage, die sich vielleicht stellt, ist, warum machen wir überhaupt Modellbildung? Wieso ist Modellbildung hier eine relevante Sache? Man kann Modelle dafür verwenden, einerseits Prädiktionen durchzuführen. Prädiktion bedeutet, man sagt vorher, wie wird sich das System in der Zukunft verhalten. Das ist Grundlage für beispielsweise Steuerung und Regelung, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, sowie die Prozessplanung. Kann mein System überhaupt das leisten, was es soll, um darauf entsprechend bessere Entscheidungen zu treffen? Weiterer Einsatz von Modellen ist das Monitoring. Da geht es dann um Schlagworte wie Zustandsüberwachung. Ich gucke, verhält sich mein CPS so, wie es soll. Ich kann feststellen, wenn es dort Abweichungen gibt und dann beispielsweise frühzeitig Wartung festlegen, Wartung durchführen, dann, wann ich es möchte und nicht dann, wenn mein System es mir diktiert. Ein dritter, etwas exotischerer Anwendungsfall von Modellen ist das Testen, die Testfallgenerierung. Dabei erkunde ich, wie verhält sich mein Modell, wie verhält sich mein System eher in neuen Situationen. Also Schlagwort hier sind Verhaltenserforschung. Was passiert denn eigentlich, wenn? Prüfung der Robustheit. Kann ich auch damit umgehen, wenn beispielsweise im Hafenumfeld 5 Schiffe gleichzeitig ankommen oder in einer Netzleitwarte plötzlich alle Verbraucher gleichzeitig den Fernseher anstellen? Und ich kann auch die Modellexploration vornehmen, diese Unknown Unknowns. Ich weiß teilweise bei meiner Modellbildung gar nicht, was habe ich noch gar nicht gesehen. Beispielsweise bestimmte Tieftemperaturen oder gutes Beispiel in der Fußball-Weltmeisterschaft, wenn die plötzlich läuft und alle ihren Fernseher anmachen oder in der Halbzeit die Mikrowelle, dann habe ich solche Spikes. Sowas kann ich zum Beispiel in der Modellexploration dann erkunden. Die Modellierung von CPS ist dabei einer ganzen Reihe von Herausforderungen unterworfen. So bestehen CPS oft aus einer großen Anzahl an vernetzten Teilsystemen. Die haben jeweils selber eine hohe Komplexität und meist sind die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Teilen gar nicht so genau klar. Das heißt, meine eine Komponente basiert auf Daten, die von woanders herkommen, die basieren wiederum auf anderen Werten. Ich kann also gar nicht genau die Abhängigkeiten modellieren. Dann sind Teile meines CPS oftmals mit Blackbox-Verhalten behaftet. Ich weiß also gar nicht genau, was tut dieser Teil. Ich kann ihn nicht direkt beschreiben, modellieren. Ich kann ihn nur beobachten und sehen, wie er sich unter bestimmten Bedingungen verhält. Eine mögliche Modellbildung hier ist maschinelles Lernen. Das erfordert jedoch hohes Expertenwissen. Wer schon mal versucht hat, ein Machine Learning Modell durchzuführen, der weiß, es sind viele Parameter zu treffen.
Ich muss die Daten in bestimmte Formen vorbereiten. Und das ist nichts, was ich mal eben schnell mache, insbesondere wenn ich als CBS-Entwickler eigentlich aus einer anderen Domäne komme und mit der Machine Learning-Ecke wenig Kontakt bisher hatte, dann stellt mich das meist vor doch recht große Herausforderungen. Das Kernproblem, was wir uns mit Agency annehmen wollen, ist, dass es eben keine einheitliche und automatisierte Lösung gibt, die CPS aus ganz verschiedenen Domänen modellieren kann und den Entwickler und den Betreiber dabei unterstützt, solche Modelle zu erzeugen und anschließend umzusetzen. Genau. Dafür planen wir hier dieses Agency Framework zu entwickeln im Rahmen unseres Projektes. Das Framework selber bekommt Daten von CPS. Wir beobachten also, wie verhält sich das System in verschiedenen Zeitpunkten, in verschiedenen Zeiträumen. Es bekommt Anforderungen, welche Wertebereiche sind beispielsweise denkbar, sowie den Anwendungstyp. Möchte ich Prädiktionen machen, möchte ich Vorhersagen, möchte ich überwachen oder doch vielleicht lieber testen. Das Framework selber nutzt verschiedene Machine Learning Algorithmen aus dem Bereich Deep Learning, Entscheidungsbäume sowie Automatenlernen, um daraus ein Modell zu generieren. Und mit diesem Modell kann dann einer der drei Testfälle, wie eben schon angesprochen, entsprechend umgesetzt werden. Das waren dann im Endeffekt auch die Ziele dieses Frameworks. Wir möchten das Ganze vereinheitlichen, sodass die Modellerstellung vom Daten bis zum fertig einsetzbaren Modell in einem Framework aus einem Guss kommt und den Entwickler dabei entsprechend auch unterstützt. Es sollen also alle notwendigen Vorverarbeitungsschritte im Framework durchgeführt werden. Das können sowas sein wie Datenfiltern, was man aus dem Machine Learning-Bereich kennt, standardisieren, normalisieren. All das soll in einem Framework unter einer Decke passieren. Außerdem, und das grenzt das von uns hier angestrebte Framework von anderen Lösungen ab, möchten wir unterschiedliche Lerner bereitstellen. Das sollen sowohl Lerner aus dem Bereich also diskrete Lerner, Automatenbereich, approximierende wie Entscheidungsbäume, als auch kontinuierliche aus dem Bereich des Deep Learnings. Da sind die Kollegen vom Bereich Office mit bei, mit ihrem Framework Palis 3, was sie in einem ebenfalls geförderten Projekt bereits entwickelt haben. Das soll hier mit integriert werden. Und abschließend ist der Fokus natürlich ganz klar. Wir wollen industrielle Anwendungen schaffen. Wir wollen Mehrwert für die Industrie entwickeln. Deswegen sollen Schnittstellen oder werden Schnittstellen entwickelt, die erlauben, dass diese Modelle am Ende direkt mit den Systemen sprechen können. In unserem Fall ist das zum Beispiel eine Integration mit SPS-Basis, sodass Steuerungen von Maschinen beispielsweise direkt an das Framework angebunden werden können, diesem Daten liefern und sich von diesem auch Daten ziehen. Abschließend möchte ich ganz kurz darauf eingehen, was ist der Ausblick, was sind die konkreten Anwendungen. Ich habe das eben schon ein bisschen angerissen. Wir als Fraunhofer CML modellieren im Rahmen dieses Projektes die automatische Lushing-Plattform der Firma Kalb und planen dort aus den Drücken, die in diesem System anfallen, das Containergewicht vorherzusagen. Auf diese Plattform werden Container gestellt, die holt sich aus diesem abgestellten Containern ihre Energie, mit der sie betrieben wird. Und aus diesem Drücken möchten wir sagen, wie schwer war der Container. Das ermöglicht einerseits die Energiegewinnung dieser Plattform effizienter zu gestalten, mehr Energie zu gewinnen und gleichzeitig auch die Containergewichtsverifikation als weiterer Punkt, sodass wir, bevor der Kran, der SDS-Kran, den Container aufnimmt, sagen können, dieser Container ist schwerer oder leichter als das, was in seinem Ladebrief ursprünglich angegeben wird. Gleichzeitig im Ausblick schauen wir natürlich auch, welche Möglichkeiten haben wir hier, diese Methodik auf andere CPS im maritimen Umfeld anzuwenden, beispielsweise STS-Kräne oder anderes Port-Equipment. Genau, das wäre es von meiner Seite. Sollten Sie Fragen haben, Anmerkungen, Kommentare oder einfach nur sich für das Thema interessieren, kontaktieren Sie mich gern. Meine Mailadresse und Telefonnummer finden Sie hier. Damit bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche an dieser Stelle schon mal schönes Wochenende. Gebe an dich zurück, Marius. Jawohl, vielen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag. Genau, wie gerade schon gesagt, sollten Sie jetzt Fragen an den Vortragenden haben, dann ist das jetzt Ihre Chance, diese zu stellen, entweder im Chat oder direkt übers Mikrofon. Ansonsten hätte ich bis dahin selber noch ein paar Fragen. Du sprachst eben schon verschiedene Lerner oder Learner an.
Welche Arten sind denn in diesem Projektkontext ganz konkret geplant? Kannst du da nochmal expliziter drauf eingehen? Klar, gerne. Also wir planen aktuell 3 verschiedene Lernerfamilien zu implementieren. Das eine sind Lerner, die man klassisch aus dem Machine Learning kennt, also Deep Learning, neuronale Netze in diese Richtung, diese typischen Agentenlerner, die dann aufgrund der Daten lernen. 2 andere Lerner, die eher etwas unbekannter sind, sind die Entscheidungsbäume und die Automatenlerner. Bei den Entscheidungsbäumen werden die Daten in eine Baumstruktur überführt, an jedem Knoten entschieden wird, wie sieht der Wert aus, und man dann diesen Baum traversiert, bis man schließlich zu der finalen Entscheidung kommt. Und beim Automaten werden die Daten in einen Moore oder Mealy, so rum, Automaten überführt, der dann auch erlaubt, auf Zeitreihen zu lernen und zum Beispiel Zeitreihenprognosen zu stellen. Ah ja, super. Vielen, vielen Dank. Da ja das Projekt ja auch, oder da es ja auch generell um andere cyberphysische Systeme gehen soll, unter welcher Lizenz bzw. unter welchen Nutzungsbedingungen wird denn hier das vorgestellte Software-Framework entwickelt? Genau, vielleicht auch eine ganz spannende Frage. Wir planen, das ganze Framework Open Source zu veröffentlichen. Die konkrete Lizenz steht noch nicht fest, aber es wird auf jeden Fall eine sein, die auch die Anwendung im industriellen Kontext ermöglicht, und da die Verwendung erlaubt. Wir rechnen aktuell damit, dass wir das Framework im Laufe des nächsten Jahres veröffentlichen können, oder zumindest die erste Version, die dann auch nutzbar ist, veröffentlichen. Okay, vielen Dank. Sollte es dann keine weiteren Fragen geben, dann bedanke ich mich an dieser Stelle einmal nochmal für die Präsentation, aber auch bei allen Anwesenden fürs Zuhören. Schalten Sie gerne nächste Woche auch wieder ein. Da geht es dann um das Projekt SmartStack, und Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines entscheidungsgestützten Systems zur Optimierung des Containerumschlags, besonders in Terminals im Hinterland. Ja, und ansonsten wünsche ich dann an dieser Stelle allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Danke sehr.